Tag. Guten Tag zu einem neuen R-Test und heute in diesem schönen Herbst ein schönes, leckeres Getränk. Hast du dich richtig angezogen oder was? Bist du nicht herbstlich angezogen? Nein. Es gibt Milky Way ja nicht nur zum Essen, sondern auch zum Trinken. Juhu! Mal ein bisschen näher. Dass die Welt gewartet so hat. So sieht das aus. Ja. Komischerweise steht hier auch gar nicht Milky Way Trink, oder? Das heißt einfach nur Milky Way. Und denkt dann, Shake Well steht drauf. Also schön schütteln vorher. Weil, ja genau, gib Gummi. Ja. Darf ich aufhören? Ja, darfst du. Gut. Was haben wir denn da? Es steht ja, da muss man erstmal die Sprache für, ach hier, Milch, Mischgetränk mit Schokolade und Malzgeschmack. Malzgeschmack? So ein Malzgeschmack. Vielleicht ist es ja, wolltet eigentlich mal ein Bier werden, aber es ist ja auch, ist doch ein Schokoladengetränk. 2,2% Fett im Milchanteil, das ist nicht so viel. Mit Süßungsmitteln, ultra hoch erhitzt, bla bla. Molkepulver, ja. Bla bla. Und was für Vegetal, Veganer? Diglycerde von Speisefettsäure. Spannend. Kann man davon sterben? Gerstenmalzextrakt. Mal zum Strecken. Aber für Vegetarier geeignet. Für Vegetarier? Ja, stimmt, ja. Veganer waren die ohne Milchprodukte. Ich habe das übrigens an einer Tankstelle gekauft. Schweineteuer, sage ich. Und zwar für 2,95 Euro. Unfassbar, aber naja, was macht man nicht alles? So. Es lebe. Oh, okay. Nochmal. So. Ja, der Sicherheitsverschluss. Riecht die Milch. Überraschenderweise. Ja, sieht doch aus wie Kakao. Ich sag mal. Stößchen! Ja. So, guten Tag, wir sind wieder im Bild. Wir sind wieder da. Ja, schmeckt wie Milky Way. Ja, na ja, so ein bisschen jedenfalls. Weil ich habe ja schon ewig keinen Milky Way mehr gegessen, also das, was ich noch mich daran erinnern könnte. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wonach es schmeckt. Es schmeckt wie Milch. Ist was sahnig. Mit so einem sahnigen Beigeschmack. Ist da eigentlich Kakao jetzt drin? Was ich du von Milch erzählst. Mit Schokoladen- und Malzgeschmack. Ja. Das ist Milch mit Schokoladengeschmack. Also nur Geschmack, also irgendwas Künstliches sozusagen. Also keine Kakaopulver-Gedöns oder sonst irgendwas drin. Nee. Es lebe die Chemie. Ja, naja. Also, es lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir trinken das natürlich aus. Es schmeckt eigentlich, ist ganz okay. Aber alleine, glaube ich, für den Namen Milky Way zahlt man sich dumm und dämlich. Ja. Ich sag mal, Prost darauf. Prost. Schmeckt ganz gut, muss man aber nicht kaufen. Ah.